Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Dreisteinhof am wunderschönen Gudurwinscheich. Jo, in der letzten Folge haben wir ja gesehen, damit wir ein neues Safe Game brauchen. Das habe ich jetzt hergerichtet. Und ja, jetzt müssen wir eben unsere Felder wieder abernten, was wir gehabt haben. Und ja, den stellen wir jetzt einmal ein. Und dann einmal loslegen. Ah, du sollst auf Arbeiten. So. Der tut fleißig das Gras mähen. Jo. Den müssen wir dann zum Feld 13 stellen. Jo, den stellen wir mal zum Feld. Und dann sage ich einmal, wie die neue Map-Version ausschaut. Ihr seht schon, da hat sich ein bisschen einiges geändert. Jetzt weiß ich gerade selber nicht. Achso, da muss ich da durchfahren. Und ja. So. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich 716.000 habe. Das kommt davon, ich habe noch nicht den Lagerstand überschrieben. Deswegen habe ich mir ein bisschen mehr Geld gegeben. Und ja, ich hoffe, das passt für euch so. Wenn ihr noch Fragen habt oder Sachen wisst, die ihr nicht noch überschrieben habt, gern damit in die Kommentare. Und außerdem möchte ich jetzt gern den Shadow Master grüßen. Liebe Grüße gern an die raus. Und ja. Und vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr das letzte Video so gut bewertet habt. Das freut mich, damit es euch so gefällt. Und ja, das macht mich dann froh und da mache ich für euch immer bessere Videos. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt gern abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und natürlich ein Like, wenn euch das Video gefällt, war auch nicht schlecht. Und ja, das freut mich dann natürlich auch. So, ich wollte euch jetzt an die neue Map-Version zeigen. Und zwar gehen wir einmal in die Ansicht. Jo. Oh, da hat sich schon einiges getan. Und zwar da die Halle unter uns habe ich hingestellt als Unterstand, dann da die zwei, drei Silos, da natürlich die Strohbergung, da das war ja schon, dann das ist neu dazu gekommen, dann da habe ich uns ein Lager hingestellt, dann der Unterstand war schon, da fällt der Unterstand, der ist weggekommen, der ist geblieben, dann das ist neu dazu gekommen, da geht jetzt dann die Ausfahrt hinaus, da und da oder da drunter durch, da kann man dann auch einer fahren, dann geht jetzt da der Weg zu Feld 13 oder man kann auch von der Hauptstraße weiterfahren. Und da unten, wo man von Händler fährt, die gerade und dann daher. Das war ja früher anders, das war ja oben zwischen den Häusern vorbei. Und ja, das ist jetzt anders. Dann da die Einfahrt ist ein bisschen anders geworden. Übrigens, da müssen wir dann weiterspadern, wenn der fertig ist, damit mähen. Und ja, ich glaube, beim Händler hat sich eigentlich nicht viel was getan. Übrigens, da steht noch unser Spader, oder Zeta besser gesagt. Den müssen wir dann auch noch holen. Und ja, das war's dann, glaube ich, eigentlich, was alles so anders ist. Oder? Ja, das war's dann. Da ist noch.
So, da bin ich wieder. So. Ich habe nur kurz müssen bauen. So, das war's dann eigentlich. So, dann gehen wir wieder in die Normalansicht. Schalten wir das wieder aus. Dann haben wir uns. Hallo? Achso, du fährst hier runter. Okay. Jo, da wollten wir eigentlich weitermachen. Bei dem Abmäher mit dem Unmog. Jo, da hat ein bisschen nicht schön gemacht, das werden wir jetzt selber machen. Oh, da machen wir da ein bisschen Zurbe. Und dann werden wir das Arm mit spadern. Und dann passt das. Oh. Dann machen wir das Auto-Drive zu. Dann passt das. So. Da hat er ein bisschen viel übrig gelassen. Aber das macht ja nichts, das werden wir jetzt schnell machen. Oder ein bisschen was stehen lassen. Und dann müssen wir eh wahrscheinlich schon wieder den Dings ausleihen gehen. So. So, dann sind wir eh fertig. Dann können wir das wieder auf den Hof stellen. Und dann. Jetzt das Futter jetzt umgeklappt. So, dann fahren wir mit denen einmal zum Hof, würde ich sagen. Und dann gehen wir da schon wieder baden oder Gleitzettern. So, dann stellen wir das einmal da. Das ist doch eine. Bremsweg ist der Todes. So. Das dahin, machen wir das Licht aus, holen wir uns den da, oder warte, jetzt holen wir uns den da und dann holen wir den schnell den Zetter und dann Zetter machen wir kurz drüber, dann passt das, würde ich sagen. Dann können wir schon wieder einsammeln. Jo. Wenn ihr noch Mod-Vorschläge habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, würde mich riesig freuen. Denn irgendeine Mods kennt man noch ab, ich weiß aber nicht. Ein paar so coole Mods würde mich noch interessieren. Aktoren oder so. So, dann war's das. Aber jetzt düsen wir mal schnell zum Händler, dann legen wir los. Jetzt ist das Auto-Drive-Fenster wieder offen. Moin! So, der ist voll, den müssen wir entleeren. Das machen wir dann auch schnell. So, füßen wir mal schnell dahin. Zack. Dann gehen wir jetzt schnell den abtanken. Und dann können wir da eigentlich wieder die Dings machen. Oh, die stehen bleiben. Eieiei. Wo ist denn das jetzt? Ja, wenn du davon fährst.
Wo ist denn das jetzt drin wegen den Bleiben? Ah, da ist es. Habe ich schon. So, jetzt musst du aber stehen bleiben. Weil jetzt dann war ich dann nicht wieder nach. Dann mach abdanken. So, jetzt danken wir dich schnell ab. Das geht eh dann von allein. Lass mal den da stehen. Dann fahren wir mit dem zum Grasfeld und dann setzen wir da schnell. Und dann war's das. Übrigens, was haltet ihr von dem neuen Alpine DLC? Schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich mir das holen soll und ob ihr Interesse hättet, wenn ich drauf auf der Map dann ein Projekt machen würde. Das wird mich nämlich interessieren, weil das DLC ist schon gut eigentlich. Da haben sie mal wieder was Gutes gemacht. Und ja. Jetzt tun wir einmal klettern. So. Tun wir einmal das Set an da. Dann reden wir weiter. So. Jo, so geht's eigentlich dahin. Und jo. Machen wir mal das Fahrgewände und dann gehen wir weiter. Die anderen Bahnen ziehen. So. Machen wir schon einmal eine halbe Umfahrt von dem. Da müssen wir noch machen. So. Ah, die Vögel sind auch da. Und ja. So, jetzt haben wir die erste Runde um. Fertig. Können wir jetzt am Bahnen fahren oder so? Ja, ja, so geht's dahin mit der Arbeit. Eigentlich immer nur was zu tun. Und dann fahren wir weiter. Ich glaube, das werden wir dann pressen oder nur lose ins Lager. Dann schreibt das auch gerne in die Kommentare, ob ich das pressen soll oder ob ich das nur lose ins Lager bringen soll oder ob ich heute Pellets draus machen soll, weil wir haben ja das Rohbergungsding und die Halle, dann können wir das auch wahrscheinlich verkaufen und dann passt das wieder. So, geht's da. Auch wieder bald erledigt. Dann müssen wir noch schwadern und aufsammeln oder pressen, je nachdem was ihr sagt. Und ja. Ich glaube, da werden wir gleich mal bald upgraden auf einen Gräsern. Da. Weil ein bisschen keine Arbeitsbeite. Aber das können wir ja dann noch machen, wenn wir genug wieder Geld haben. Und falls ihr noch irgendwas habt, was ich vergessen habe, aufs neue Safe Game zu machen, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare und dann schauen wir es an. Und ja, das ist es eigentlich schon. So, machen wir die Bahn noch. Und dann die Song. Was ist das? Oh. Lenken wird da auch nicht so gut, aber naja.
Und schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ich da auch eine Modliste machen soll, was ich für eine Mods drin habe. Dann könnt ihr euch die auch gerne runterladen. Und ja. Dann passt das wieder so. Weiterfahren. So, jetzt. So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt gern abonnieren. Das wird mich riesig freuen und unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.